Das Stadtmagazin sprach mit Dr. Olaf Tauras über die Hochschulanbindung Neumünsters. Hochschulen haben immer sehr viele positive Effekte auf die Standorte, an denen sie sich befinden. Da sind zunächst einmal die jungen Menschen zu nennen, die dort dann in dem jeweiligen Ort sind, die dort ihre Ausbildung absolvieren, die aber dort eben auch wohnen, einkaufen, ihre Freizeit verbringen, gastronomische Angebote nutzen und insgesamt die Stadt verjüngen. Das ist, glaube ich, etwas, was nicht zu unterschätzen ist. Dazu kommen aber auch noch andere Dinge. Gerade aus Hochschulen kommen immer sehr viele innovative Entwicklungen, die auf einen Standort, auch auf einen Wirtschaftsstandort, sich auswirken. Und deswegen möchten wir in Neumünster unbedingt eine Hochschule hier bekommen. Das muss nicht unbedingt der Hauptsitz einer Hochschule sein, aber schon eine Dependance. Und zu einer Dependance gehören eben vollständige Lehrangebote, Räume, Lehrkräfte, Professorinnen und Professoren und natürlich Studierende. Und das ist ein großes Thema, mit dem ich mich in den nächsten Jahren wieder weiter gerne beschäftigen möchte.